Wow. Wurden die jetzt schon gebannt oder was? Cello. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch. Das letzte war ja super. Und jetzt gucken wir uns den normalen Overwatch-Alltag an, den man sonst so hat. Fall Nummer 1. Ah, Train. Lelelelele. So viel zu Fall Nummer 2. Hallo. Eben kam direkt der Fall. Naja. Vergesst die Livestreams nicht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Also ist heute auch einer, ja. Oh yeah, das zwar. Es ist so unglaublich viel verlangt, dass zumindest jeder dritte Fall ein Fall ist, bei dem man so ein bisschen gucken muss, so. Hat er vielleicht an? Und oh, der hat 30 Knives. Wow, der verliert ganz schön viel, wenn er hackt. Ich freue mich schon oder irgendwie so. Nee, stattdessen bekommst du hier solche Kackstellen, die am Spawn stehen und durch die Tür hier alle auf B klatschen. Sowas muss doch langsam mal automatisch erkannt werden, dass die Leute anfangen und ihren ersten Shot machen, so in Zeit. Und dann bam, Wackmann. Aber nein, nein. Die lassen wir drin. Die soll sich jemand angucken. Ich weiß, dass das alles nicht so einfach ist, aber trotzdem. Jetzt hocke ich hier wieder und vergammel, weil die Dinger nur alle 30.000 Jahre einmal kommen bei mir hier. Und der schmeißt mit dem Messer rum. Mit seiner Zigarette im Maul, du. Kippe aus. Kann ich vielleicht noch einen Fall haben? Danke. Wow. Wurden die jetzt schon gebannt, oder was? Der schnellste Bann von Mexiko, Alter. Ja, das klingt sehr gut. Ob wir den jetzt auch schnell bannen können? Wer weiß. Jetzt ist schon gleich wieder Livestream und ich warte hier einfach Jahrzehnte auf irgendwelche Fälle, die sich dann doch immer wieder nur auf den Boden guckend bewegen. Der guckt geradeaus! Leute, wir haben es geschafft. Warte mal, Pipi-Mann. Oh, er schmeißt sogar einen Molly. Ich meine, gut, den hat er jetzt vielleicht ein bisschen arg gesehen, aber er hat einen Molly geschmissen. Das gibt's ja gar nicht. Er läuft übrigens mit dem Knife gerade durch, weil er sich doch sehr sicher ist, dass hier überhaupt niemand ist. Guter Plan, das Maul. Guck mal. Ja. Schade. Naja. Ein Walhack. Oh! Leider haben wir ihn ja auch jetzt schon überführt. Somit ab dafür. Der letzte Fall war ja recht interessant. Da gab es endlich mal wieder Diskussionsstoff. In den Kommentaren wart ihr euch extrem uneinig. Es ging von, der hat überhaupt nichts an und ist komplett legit, zu natürlich hat der an, der hat alles an, was man haben kann. In der ersten Runde sah es sehr stark nach den Bunny Hops und nach dem Wallhack aus und auch Richtung Aim schien es immer wieder kleine Indizien zu geben. Ich für meinen Teil war mir aber am Schluss zu unsicher, um ihm was zu drücken, obwohl er wahrscheinlich anhatte. Aber hier steht ja immer, hier oben, man muss sich zu 100% sicher sein. Also ich denke schon, dass er anhatte. Aber ich war mir dann halt doch zu unsicher. Deswegen habe ich ihm nichts gedrückt. Ich mache das hier gerade mal kurz fertig. Warte, habe ich jetzt hier alles... Hat er gebunnyhoppt? Nee, hat er nicht. Ich glaube, der hat wirklich... Also man hat ja seinen Vision Assist gesehen, eindeutig. Bei Aim Assist habe ich... habe jetzt gar nicht auf Aim Assist geachtet, aber Vision Assist haut ihn eh weg. Ja, ein paar haben geschrieben. Wahrscheinlich hat er an, aber sie sind sich dann auch zu unsicher und würden in dem Fall nichts drücken. Sansa hat, glaube ich, ziemlich passend geschrieben, dass er sich zu 90-95% sicher ist, dass er hackt. Aber eben nicht sicher genug, um die Sache zu drücken. Und ja, aber er wird wohl in Zukunft sicherlich Fehler machen und dann vielleicht gebannt werden. Wer weiß, wie die anderen Overwatcher entschieden haben. Ihr wisst ja, dass so ein Fall nicht nur von mir entschieden wird, sondern ich nur einer von, wie viele Leuten bin? 7? Früher hieß es, glaube ich, mal 7. Also 6 andere schauen sich denselben Fall an. Und nur wenn wir exakt dasselbe drücken, wird der Bann auch empfohlen. Wie war das nochmal? Die Infos sind, was weiß ich, 4 Jahre alt oder so. Komm, einen letzten machen wir noch, bitte, wenn er schnell kommt. Auf. Wisst ihr, der Stream ist jetzt gleich. Das hat ja schon wieder viel länger gedauert als geplant, weil die ganze Kotierung ja einfach nicht vorankommt. Bitte, gib mir einen Fall. Hallo. Letzter Fall für heute. Los geht's. Das 2. Das ist ja schon mal gut. Die Gegner sind noch am Spawn. Einer ist ja gerade so ein bisschen am in den Boden schauen. Achtung. Wahrscheinlich wird Bonjo gleich naschen. Na, die verteilen, glaube ich, auch ganz gut hier gleich rein, ne? Wie sie aufeinander warten. Oh. Ich muss jetzt auch ernst machen. Cheaters sind schon auf eine ganz besondere Art und Weise Müll.
Einfach Abfall. Und ab dafür. Tja, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Oh Mann. Nachdem ich so verwöhnt wurde vom letzten Fall, muss es natürlich jetzt die volle Packung Kacksalat sein. Ich hoffe, es hat euch dennoch unterhalten. Wir sehen uns dann im nächsten Video und heute Abend im Livestream. 18 Uhr geht's los, also jetzt gleich. Ich muss mich sowas von beeilen. Wir sehen uns und vielen Dank natürlich an meine Patreons und Kanalmitglieder. Schön, dass ihr da seid. Lovely thanks. Badam, badam, Mr. Banks. Winifred, wo sind die Kinder?